bescheuert, ey. Ich werd bescheuert. Ey, aber bis jetzt ist noch kein Schuss gefallen. Das ist auch schon mal was. You know, there was a moment there. I thought. What? I don't know, like maybe we still had a ways to go. You know, like maybe we need more time. Time for what? Time to move beyond screaming at each other. That was cathartic. Catharsis all over my face. Ooh, I got a warm, fuzzy feeling. Probably just the meds you rated. Okay. Cathartic. All right, I just don't want it to be more of the same. Now you're the one making the demands? No, not demands. Boah, ich fast gegen gedonnert. Something was broke, and we gotta work at fixing it. We do, all of us. Yes, Mom. For real, peeps. Because I started to understand something in there. No one else gets this family. Not Dr. Friedlander, or my yoga teacher, or our tennis coach, or the juice guy, or the dog walker, or... Wer denn sonst noch alles? Or Jimmy's third grade teacher. Or the trash guy. Or Dad's proctologist. Or the guy that thinks he's Jesus on Vespucci Beach. What? Or the hippie bum who thinks the world is ending. We're stuck with each other. I mean, how do you explain faking our deaths, changing our names, all the lying to the FIB? That monster Trevor? There's no explaining Uncle T. Hey, is he coming to the next therapy session? What? No! No! Jeez! Just one thing, Michael. Don't get us killed. And don't get killed. Can you do that? Schwer. With every fiber of my being, I will do whatever it takes to make sure it doesn't happen. Promise. And no more hookers or other women. That is doch gar nichts. Gross. You're better than that, Pop. Guys, I'm not really comfortable having this conversation. Komm, feier jetzt hoch. Keep it in your pants, okay? Yeah, it's so demeaning how you treat women. Here we are. Home sweet home. Remember this place? Nee, das ist Ding komplett neu wahrscheinlich. Kids, rooms. If you find dead bodies, cheap women or Trevor Phillips, we're checking into the Rockford Hills Hotel. Ich glaube, bis Trevor da kommt, das dauert aber noch bis Ostern. Jo, bestanden. Ach, Missionszeit 18.7, soll man das denn schaffen? So ein Quatsch. Aber scheiß drauf. Hä? Wo geht's denn jetzt hin? Ach nee. Monsieur Trevor Phillips. Alter! 2 Sachen. Warum liegen hier 4 tote Leute und warum hat er keine Klamotten an? Na egal. Bootfahren geht immer. Ist doch keine gute Idee, aber wird schon irgendwie gehen. So, ja, wo düsen wir eigentlich hin? Was haben wir eigentlich zu tun irgendwie gerade? Nichts haben wir zu tun. Was ist das denn hier? Solomon, Michael. Ja, den könnten wir machen, aber... Was haben wir denn jetzt hier bei Trevor? Oh, wer ist das denn hier? Mary Ann? Ja, da bin ich mal gespannt. So, jetzt müssen wir aber erstmal hier... Erstmal die Scheißmusik aus, ey, geht doch gar nicht. Dann müssen wir jetzt gucken, dass wir hier erstmal ein Vehikel oder sowas in der Art finden. Also kein schwimmendes, sondern ein fahrendes. Ich würde sagen, gehen wir hier einfach mal an Land. So ganz ungestüm. Ah, wird schon richtig sein. So, jetzt mal hoffen, dass hier irgendwo ein Auto steht. Mein Gott, der sieht aber auch wieder scheiße aus. Ist ja schon wieder der absolute Oberhammer. Hier gibt es kein Auto. Komm, wir bestellen uns ein Taxi. Komm mal hier, Kontakte. Kann doch ja nicht sein.
one of your finest taxicabs, please. Not a problem. A driver's on the way. That'll work. Hauptsache nach hier draußen fährt Downtown Cab. Aber ich hoffe mal, die sind jetzt relativ fix hier. Hallo, ich warte. Ach, komm schon, Leute. Wo ist denn das scheiß Taxi? Ich wusste, es war eine scheiß Idee, ein Taxi zu bestellen. Aber da der ja wohl nicht mehr kommt. Hier bist du aber recht am Arsch der Welt, ey. Komm, so anstrengend ist das auch nicht. Oh, guck mal, Kojoten! Was ist das denn? Na egal, machen wir es halt so. Hey! Wie gesagt, liegen bleiben. Was ist denn hier los? Wieso kommt denn hier kein Auto? Oh, Traktor! Straße! Halt! Bleiben Sie stehen! Gesagt, du sollst stehen bleiben! Oder rede ich Chinesisch? Da. Was ist das für ein Freak? Einziger Auto weit und breit war das jetzt, oder was? Ey, guck mal, hier vorne ist das sogar... Steh auf! Oh Mann! Es ist hier wieder kein Arsch, oder was? Oh Leute! So, das ist meiner jetzt. Was ist das denn für ein billige Hupe? So, runter da! So. Düsen wir jetzt halt mit dem Stanley Fieldmaster durch die... Ey. Hat da vorne eine Knarre dabei. Och, dort sind ja auch nur 5 Kilometer. Ja, dann würde ich sagen, vor jetzt mit dem Traktor durch die Gegend fahren. Lass mal auf, uns Mittelfinger zu zeigen, du Wichser. So, hast du davon. Die flippen Scheißkarre, ey. So, haben wir den Traktor ja wenigstens noch gut verwerten können. Dann lass ich mal durch hier. Wie fahren wir denn jetzt eigentlich? Wir müssen doch jetzt hier irgendwo... Irgendwo müssen wir doch... Irgendwo müssen wir doch hier hoch. Komm jetzt. Mann, fahr doch. Bevor wir jetzt außen rumfahren, erscheint mir doch als der sehr viel kürzere und bessere Weg hier. Was da schon wieder für eine Scheiße in der Werbung läuft. Whee! Also hier ist doch garantiert auch noch keiner lang gefahren. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, kann ja mal passieren. Was ist das? Oh, das war, was ist das eigentlich für ein Radiosender? Channel X sagt mir nichts. Wird schon falsch sein. Ja, guck mal, es geht vorwärts. Juhu! Mal querfeld ein. Jetzt fahr doch mal hier hoch. Oh. Nein, nicht darunter. Nein, 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 nein. Oh, Scheiße. Scheiße. Oh. Ja,
Ja, ist auch fast ein Neuwagen hier. So. So, die Dreckskarre fährt noch. Aber die lenkt nicht mehr. Das ist ein Problem. Schon wieder in der Zivilisation angelangt. Da kommen jemand hier vorne mal in den roten Jeep. Der grinst doch schon so. Jetzt sind wir hier fast die ganze Folge darauf verwenden, da nur zu einem scheiß Wegpunkt zu fahren. Aber mal auf eine kreative Art und Weise. Schon der dritte Auto jetzt. Ohoho. Sollte man besser nicht hören. Ansonsten habe ich wieder ganz viel Schneidarbeit. Ah, das ist doch jetzt hier schon ein Auto nach meinem Geschmack. Also zumindest die Geschwindigkeit angeht im Vergleich zum Traktor. Ja, echt mal. Das ist mir eiskalt in die Karre gezogen. Da hat er den Schulterblick vergessen. Ups. Ah, oh, ja, kann ja mal vorkommen, ne? Was weg? Ich hab noch gehupt. Scheiße, sind noch die Cops am Arsch. Ich bin gar nicht mehr da. Dann hört man sich schon wieder. Wie sie so ganz cool durch die City cruisen. Das ist mir auch noch gar nicht aufgefallen, dass Trevor das kommentiert. Das ist ja geil. So, und nu. Mal so ganz unverblümt durch den Zaun durchbrechen. Das ist aber auch ehrlich gesagt wieder am Arsch der Welt hier, ne? Weiter fällt mir ein, wir sollten jetzt wirklich gleich mal ein Fluchtfahrzeug besorgen mit Michael, damit wir dann da mal weiter vorankommen. Na komm, verziehen die Cops sich jetzt mal bitte. Sonst wird das hier ziemlich... Jawohl! Hätte nämlich ziemlich ungemütlich werden können. Komm, es gibt schon Gas hier. Gott! Wie dir das gar nicht mehr juckt, wenn die einen einmal aus den Augen verloren haben. Juckt die das überhaupt nicht? Ja, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Hier oben war ich aber auch noch nie. Noch nicht mal in GTA Online. Oho! Ach, die ist das! Say something! Be a man! I don't care what you say. Shut your mouth. Shut it. Shut. Just keep it shut. You know full well exactly what you didn't say. It's no good. Well, you can be surrounded by your young girls and your threesomes and your parties, and you will be miserable. You could have had it all with me. A beige condo, matching woolen sweaters, walks on the beach, a little dog we lavish too much attention on because I'm too scared of getting fat to get pregnant, everything. Well, fuck you. And I don't care that we just met last week, all right? Just stop looking at me. Don't look at me. Say something. Oh, I wish you were dead. I really do. Oh, I love you. Let me take you away from all of this. Psycho! You're gonna impregnate my ex by a surrogate! Me? Me, the psycho? No, you are the craziest fucking chick I've ever met! I love you! You're thin! You're irrationally angry! Nothing you say makes any sense! You are... Vom Outfit passen sie ja fast schon mal. We have nothing in common! Oh, baby, we're made for each other! Prove it! On the bike! Now! Oh, sweet Jesus. Komm, warte, 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 warte! Lass ihn doch jetzt nicht einfach so hängen hier! Jetzt muss ich aufpassen, dass die ganzen Checkpoints treffen. Bleib doch hier, Darling! Komm, dich krieg ich schon. Aha! Ja! Das war aber wirklich knapp. Können wir nicht wieder laufen, aber irgendwie einfacher. I
defended your honor. I took out the alpha male. Evolution demands that we rot like beasts. Oh Gott, Barry! Ah, Twilight, hol aus dir raus! Aber die Anzeige da noch umspringt. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh, jetzt hast du keine Chance mehr hier. Und Trevor mal in Rage ist. Und Trevor gibt Stoff. Gib alles. Platz da. Hat er sogar eine Klingel. Just think of all the angry revenge sex. I am not having sex with you. Get them through your stick. Werden wir noch sehen. Okay, well, jack me off into a cop. Slap me around. We got options, baby. You need help. We both do. It's a recipe for disaster. That's why it's so perfect. Und jetzt sehen wir, ja, da ist die Ziele hier. Komm, fahr. Oh, jawohl. Hey, bleib hier! You're deluded! Spread your genome in a gym sock! Oh, fuck, I love you! Hold hier sind auch richtig Toiletten! Oh. Warte, wir haben guter Radler nicht gewonnen. Wir haben doch gewonnen! Ach, dann ist er wieder, ja, Quatsch! So. Jetzt wechseln wir mal wieder zu Michael. Wir müssen uns nämlich um das Fluchtauto kümmern. Das ist mal die Frage, wo wir das dann hinstellen. Wo treibt der sich denn schon wieder rum hier? Alright, take it. But you better start showing some respect. Ganz schlimme Musik. Oh, das Fahrzeug gehört Michael, ist der. Ja, gut, dann. Ich würde sagen, wir parken hier erstmal. Oh, wir haben eine E-Mail. Ja, das ist klar. Ich möchte aber erstmal jetzt die E-Mail lesen hier. Was willst du? Hör mal, du willst ja wohl aufs Maul haben, oder was? Mach's aber nicht nochmal, Kollege. Jetzt lass mich mal in Ruhe meine E-Mails lesen hier. Ja, ist klar. So, Fluchtauto. Was schnelles, nicht auffälliges. Da vorne. G-Klasse. Muss ich haben. Halt! Ja, mal ein bisschen Augen auf hier, ja? Ich bin doch nicht für die G-Klasse. Ich habe was Besseres entdeckt. Oh, Tracy ruft an. Hey, Sugar Plum. Daddy, I'm in trouble. Oh, nee. Money? Drugs? Your mother. Na klar, helfen wir der. Where are you? Vinewood Plaza. Okay, wait there. He's been following me in my car, so let's just drive around and you can talk to him when he shows. Oh yeah, we'll talk. Zum Auto, zum Auto, zum Auto, Platz da! Ich hab's eilig. Weg, 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 weg! Weißt du, das kommt davon, wenn du dir ein Fluchtfahrzeug besorgen willst. Da kommt so eine Scheiße. Ach, mach dich doch weg, du scheiß Cabrio. Seine Medikamente nicht genommen oder was? Oh, der soll mich kennenlernen, der Typ da. Wow. Scheiße, Schrammel in der Tür, egal. So, Schneckchen, hier bin ich. Daddy, get in, we're going! Ja, bleib mal geschmeidig.